Auf ein kurzes Wort. Mit dem heutigen Sonntag, also dem Fest der Taufe des Herrn, endet die Weihnachtszeit bekanntlich im engeren Sinne, bis wir dann am 2. Februar noch einmal so ein Aufblitzen an Maria Lichtmess am Fest der Darstellung des Herrn haben. Die Taufe wird bekanntlich in allen der vier Evangelien, die wir haben, erzählt und wird verwendet gewissermaßen als Proklamationsort, wer dieser Nazarener eigentlich ist. Historisch hat sich der Nazarener der Erneuerungsbewegung des Täufers, Johannes des Täufers, verschrieben und hat nach der Hinrichtung des Täufers dies auf seine Art und Weise neu weitergeführt. Das soll uns hier nicht interessieren. Interessant ist in dieser Taufszene, der Himmel öffnet sich, mit anderen Worten, es wird eine göttliche Beglaubigung kundgetan und göttlicher Geist, die Präsenz Gottes in Gestalt einer Taube. Warum eine Taube? Das hebräische Wort für Taube ist Jona. Und Jona ist bekanntlich einer der sogenannten kleinen Propheten in dieser nicht minder bekannten, sattsam bekannten Geschichte des Jona, der bekanntlich nach Ninive geht, also in die Hauptstadt des Erzfeindes Israels schlechthin, und ausgerechnet bei den übelsten Schuften das Heiligste der Gotteshoffnung Israels kundtun soll. Der Herr ist ein gnädiger und barmherziger Gott, langmütig und reich an Huld. Das ist diese Barmherzigkeitshuldformel, wie wir es nennen. Und das soll nun Jona, die Taube, zu den Verkommenen bringen. Das dürfte ein Wink sein, was integral des Auftretens des Nazareners ist, die unbedingte Zugewandtheit Gottes denen zukommen zu lassen, die sich eigentlich abgewandt haben oder von denen wir uns womöglich abwenden. Dieses Wasserzeichen der Taufe des Nazareners ist also Appell und Impuls, die Gotteszugehörigkeit jedem zugute kommen zu lassen. Bekanntlich sind wir alle getauft, meist als kleines Kind, so bei mir. Weißt du dein Taufdatum? Man könnte also mal nachschauen. Denn wenn wir die Taufe ernst nehmen, was wir hier gläubig uns zuschreiben dürfen, nämlich eine Gotteszugehörigkeit zu einem Gott, der gnädig ist, der barmherzig ist, der langmütig ist und reich an Huld, dann ist die Taufe eben dein Einbezogenwerden in diese Gotteszugewandtheit für dich, aber auch als Auftrag, damit nicht zu geizen und sparsam umzugehen. Die Taufe ist viel wichtiger, das Wichtigste, was wir in unserer christlichen Existenz uns zuschreiben dürfen. Es ist auch die Aufhebung der Blutsverwandtschaft, die bleibt natürlich. Es ist die Begründung einer Geistesverwandtschaft, einer Gesinnungsgemeinschaft, das, was wir Kirche nennen. Und nehmen wir unsere Taufwürde oder Taufberufung, wie auch immer, entsprechend ernst, könnte unsere Kirche ein ganz anderes Antlitz gewinnen. Dann wäre das Antlitz der Kirche nicht das der bestallten Oberen, sondern der berufenen Unteren, die große Menge, die kritische Masse für eine andere Welt, für eine andere Kirche und für ein anderes Leben. Du bist mein geliebtes Kind, wird dem Nazarener zugerufen, es möge für uns gelten. Du bist Gottes geliebtes Kind, Erbe des Heiligsten der Gotteshoffnung Israels und Weiterreicher dessen für eine andere Welt, eine andere Kirche, ein anderes Leben. Dann möge Gott an dir, an uns in der Tat sein Wohlgefallen haben, wie es auch in der Proklamationsszene heißt. Er möge uns segnen. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.